got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop too driven. I ain't never getting lost, got vision. Hallo zusammen, ich bin der Fabian von der Mountainbike Fahrtechnikschule Riding Style. Ich habe freundlicherweise so ein Propane Ecano Bike zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen und hier zeige ich euch meine ersten Fahreindrücke dazu. Ich bin beileibe kein E-Mountainbiker und werde mit Sicherheit auch weiterhin hauptsächlich analog unterwegs sein. Aber so viel vorweg, dieses Bike macht einfach unheimlich viel Laune. Wie bei Propane üblich hat man die Qual der Wahl, wenn es um Ausstattungsvarianten und Farbkombinationen geht. Beim Ecano allerdings hat man noch die Möglichkeit zwischen verschiedenen Laufradgrößen, also 29 Zoll, 27,5 Zoll oder Mixed-Laufradgröße zu wählen. Und es gibt die Möglichkeit zwischen einem langen Federweg, also 165 mm Federweg oder 150 mm Federweg am Heck zu wählen. Dementsprechend wird dann an einem Flipchip am Dämpfer das Fahrwerk auf entsprechende Laufradgrößen abgestimmt. Bei der von mir getesteten Variante war das dann ein Lenkwinkel von 64,6 Grad und ein effektiver Sitzwinkel von 75,6 Grad. Der Reach lag bei moderaten 455 mm, bei einem Radstand von 1255 und einer Kettenstrebenlänge von 459 mm. Das ist also die große Variante mit 29 Zoll Laufrädern und langem Federweg und bringt so ein Gewicht von etwa 25 Kilo auf die Waage. Da es sich um einen frühen Prototypen handelt, sind manche Kunststoffteile noch nicht final und werden bis zum Launch noch geändert. Für ein E-Mountainbike sieht das Ecano relativ schlank aus. Verbaut wurde der Shimano Steps E8000 Motor mit einem recht neuen und schlanken Intube Akku und liefert 504 Wattstunden. Dazu passen der schlanke E7000 Trigger, um die drei verschiedenen Fahrmodi Eco, Trail und Boost durchzuschalten. Komplettiert wird das Ganze durch das ebenso unauffällige Farbdisplay, womit das Cockpit insgesamt sehr aufgeräumt wirkt. Da es sich hier ausschließlich um Shimano-Antriebskomponenten handelt, ist die Serviceabwicklung im Fall eines Defektes über die Shimano-Service-Partner sichergestellt. Um Platz zu schaffen für den Mittelmotor, musste das altbekannte Pro 10 Hinterbausystem weichen. Beim neuen System liegt der Dämpfer unter dem Oberrohr, somit sind auch Stahlfederdämpfer problemlos zu verbauen und auch die Dämpfereinstellungen lassen sich gut vornehmen. Bei der Hinterbaukinematik hat man versucht, sich sehr stark am alten Pro 10 Hinterbausystem zu orientieren, was meiner Meinung nach auch sehr gut funktioniert hat. Somit ist auch genügend Platz, um zumindest eine kleine Flasche im Rahmen unterbringen zu können. Auch Ladebuchse und Einschaltknopf liegen zentral im Rahmendreieck und sind gut zu erreichen. Am interessantesten für mich aber war natürlich, wie fährt sich das Bike denn jetzt tatsächlich im Gelände? Spoiler-Alarm, es fährt sich ziemlich geil. Ganz klar spielt ein E-Mountainbike seine Stärken im Uphill aus. Sobald der Motor einsetzt, kann auch bergauf ordentlich Gas gegeben werden. Aber wehe, der Akku ist leer. Dann ist nämlich auch hier vorbei mit Spaß. Der Hinterbau verhält sich dabei erstaunlich antriebsneutral und der altbewährte Shimano-Motor sorgt für angenehme Unterstützung. Diese kann in drei Stufen über den Trigger auf der linken Seite eingestellt werden und die ist jederzeit über das kleine Display ablesbar. Feintuning geht über die Shimano-App, die via Bluetooth mit dem Bike verbunden werden kann. Leichte Single-Trails bergauf waren mein absoluter Favorit. Im Trail-Modus war ich schnell mit 20 km/h unterwegs und hatte alle Hände voll zu tun, eine gute Linie zu treffen und nicht mit den Pedalen aufzusetzen. Wird es steil, ist mehr als genügend Power da, um mich nach oben hin zu unterstützen. Hier ist die Herausforderung allerdings, über die Sitzposition zu verhindern, dass das Vorderrad nicht den Kontakt zum Boden verliert.
Wie sich so ein schweres Gerät dann aber auf dem Downhill-Trail verhält, da war ich natürlich besonders gespannt. Und ehrlich gesagt, ich war sehr überrascht, wie positiv sich auch das hohe Gewicht und der niedrige Schwerpunkt bemerkbar machen können. Durch die fette Schwalbe Eddy Current Bereifung und relativ wenig Luftdruck hatte ich einen unheimlichen Grip, was sich vor allem beim Kurvenfahren dann sehr positiv bemerkbar gemacht hat. Meine Fahrwerkseinstellungen dazu gibt es übrigens in der Videobeschreibung. Auf kurvigen Strecken mit tiefen Böden fräst sich das Ekano regelrecht durch den Wald. Der tiefe, aber schwere Schwerpunkt verleiht ihm super Kurveneigenschaften und der breite Reifen gräbt sich durch den Boden und generiert massig Grip. Das hohe Gewicht allerdings erfordert viel Körpereinsatz, um das Bike dynamisch zu bewegen. Auch im harten Downhill schlägt sich das Ekano hervorragend. Auch hier zahlen sich die satte Streckenlage und der massige Federweg aus. Auch die Geometrie kommt einer härteren Downhill-Gangart gut entgegen. Wird man von einem Kicker in die Luft geschossen, liegt das Ekano dann auch sehr ruhig und souverän in der Luft. Sogar dezente Style-Einlagen sind direkt möglich. Das Ekano ist natürlich nicht ganz so verspielt wie ein viel leichteres analoges Mountainbike. Aber sobald der Motor einsetzt, sind die 25 Kilo schon wieder fast vergessen. Mit etwas Körpereinsatz lässt sich auch ein E-Mountainbike relativ spielerisch über den Trail bewegen. Propane ist es gelungen, ein ziemlich gut funktionierendes E-Mountainbike zu bauen, das sich meiner Meinung nach auch wie ein waschechtes Propane-Bike fährt. Über die vielen unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten wie Laufradgröße, Komponenten und Federweg kann man das Bike auch noch entsprechend des gewünschten Einsatzzweckes anpassen. Ob man am Ende reif für ein E-Bike ist, das muss man natürlich selber wissen. Für mich jedenfalls gibt es genug sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für ein E-Mountainbike. Fakt ist auf jeden Fall, dass es mir bergauf wie bergab sehr viel Spaß gemacht hat. Fakt ist ebenfalls, dass man sich auf schnippische Bemerkungen und skeptische Blicke seiner analogen Bike-Kollegen gefasst machen sollte. Daher ist es besonders wichtig, auch als E-Mountainbiker im Wald und auf den Trails besonders rücksichtsvoll und extrem freundlich zu sein. Das war's dann auch schon wieder mit meinem Testbericht vom neuen Propane Ekano Bike. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst einfach einen Like. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Right out though. Yeah.